Jetzt könnte man einwenden, ja gut, die Technik mag vielleicht bei so kleinen Beträgen wie 3,50 Euro, umgerechnet eben 350 Cent, funktionieren, weil die ganze Argumentation ja durchaus plausibel klingen mag. Ja, wenn jemand sagt, 350 Cent, das sind ja nur 3,5 Euro, das ist ja ein Schnäppchen, das klingt ja durchaus plausibel. Was passiert aber, wenn es um größere Summen geht? Ja, wenn es zum Beispiel um 75 Euro geht, macht es dann noch Sinn zu sagen, ja, das sind 7500 Cent, das ist ja ein Schnäppchen? Genau das wurde in einem zweiten Experiment erprobt, in dem 120 Studenten von einem männlichen Studenten angesprochen wurden. Dieser männliche Student sagte ihnen, ja, ich komme von dieser studentischen Interessensgruppe und wir setzen uns dafür ein, dass die Studiengebühren erhöht werden. Wie jetzt erhöhen? Stimmt mit dir irgendwas nicht? Wird der ein oder andere Student vielleicht gedacht haben, weil Studenten haben natürlich prinzipiell relativ wenig Geld und wenn dann die Studiengebühren erhöht werden sollen, naja, das schlägt sich eben direkt in meinem Geldbeutel nieder. Deswegen waren in der Kontrollbedingung, in der man eben gesagt hatte, ja, wir wollen eben, dass die Studiengebühren erhöht werden, damit sich eben die akademische Lehre, damit sich eben einiges hier an der Uni verbessern kann, nur 20% der Befragten waren in dieser Kontrollbedingung bereit, eine Petition zu unterschreiben zur Erhöhung der Studiengebühren um 75 Euro. Wenn man dagegen die Disrupt-Then-Reframe-Technik verwendete, indem man eben sagte, ja, wir wollen die Studiengebühren erhöhen und zwar um 7500 Cent. Hä? Was? Wie 7500 Cent? Naja, das sind 75 Euro, das ist ja wirklich sehr, sehr wenig. Wenn man so vorging, lag die Erfolgsquote fast doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe, nämlich bei 37%. Ebenfalls bei 37% lag die Erfolgsquote, wenn man die Foot-in-the-Door-Technik verwendete, indem man eben im Vorfeld, bevor man sagte, ja, wir wollen eben die Studiengebühren erhöhen, zunächst mal 2, 3 Fragen beantworten ließ, nach dem Motto, ja, stimme zu oder nicht. Um die Qualität der akademischen Lehre zu verbessern, müssen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ja oder nein? Ja, und da werden natürlich dann viele gesagt haben, ja, klar, natürlich. Und man hat dann 2, 3 solcher Fragen gestellt und erst im Nachhinein hat man dann gesagt, ja, naja, wir sind eben genau von dieser Interessensgruppe, die versucht, die Studiengebühren um 75 Euro zu erhöhen, damit die akademische Lehre sich verbessern kann. Und erwartungsgemäß, wenn die Leute vorher in dieser kurzen Befragung gesagt haben, ja, wenn man die Lehre verbessern möchte, muss man eben tiefer in die Tasche greifen. Dann waren sie auch eher bereit, diese Petition zu unterschreiben. Also klassisches Foot-in-the-Door-Paradigma. Man präsentiert sich erst auf eine gewisse Weise und möchte dann im Nachhinein nicht, dass man als wankelmütig dasteht, als jemand, der zwar sagt, ja, natürlich müssen wir mehr Geld dafür ausgeben, aber wenn es dann wirklich konkret darum geht, mehr Geld auszugeben, dann mache ich einen Rückzieher. Als so inkonsequent möchte keiner wahrgenommen werden. Wenn man diese Foot-in-the-Door-Technik verwendete, lag die Erfolgsquote auch bei 37%. Besonders spannend ist jetzt die Kombination der beiden Techniken. Denn wenn man zum einen im Vorfeld 2, 3 Fragen stellte, also Foot-in-the-Door-Technik verwendete und dann im Nachhinein sagte, ja, das kostet eben 7500 Cent, das sind eben 75 Euro, das ist doch wirklich sehr, sehr wenig, dann lag die Erfolgsquote bei unglaublichen 90%. Also 90% der Studenten haben dann tatsächlich eine Petition unterschrieben, dass die Studiengebühren um 75 Euro erhöht werden sollen.